Für Helios Gesundheit öffnet heute wieder Thomas Bühner seine private Küche und gewährt Ihnen exklusive Einblicke in seine Kochkünste. Ich bin Carsten Rath, Helios und damit heute Ihr Service- und Kulinarik-Experte. Auch wenn sein Gericht verbrannter Kohl Sie im ersten Moment mit Sicherheit verdutzt aufhorchen lässt, dieses Rezept müssen Sie versuchen. Hallo, mein Name ist Thomas Bühner. Ich bin der ehemalige Küchenchef und Geschäftsführer des Restaurants La Vie in Osnabrück. Gemeinsam mit meinem Team habe ich dort 3 Sterne, 19 Punkte im Gourmet und in allen anderen deutschen Restaurantführern die Höchstnote erreicht. Ich würde gerne mit euch heute kochen. Und zwar, wir machen etwas ganz Einfaches. Wir machen einen Spitzkohl. Und zwar so, dass ihn jeder machen kann. Das Gericht heißt verkohlter Kohl. Wir starten mit dem Spitzkohl. Wenn ihr keinen wirklichen Spitzkohl bekommt, ein Wirsing, ein Weißkohl geht auch. Der Vorteil an dem im Ofen garen ist, wenn wir den jetzt klein schneiden würden, waschen, in Wasser kochen, würden immer Vitamine auslaugen und die bleiben jetzt alle drin. Außerdem durch die starke Hitze nach einem Backofen verändert sich der Zucker da drin und wird total aromatisch. Der Kohl bleibt saftig und ich finde es eine meiner liebsten Zubereitungen. Ansonsten wird mit dem Kohl nichts mehr gemacht. Die Blätter, die äußeren Blätter, die jetzt so lose hier rumbaumeln, die lassen wir da dran. Den Spitzkohl nicht aus dem Kühlschrank rausnehmen, direkt in den Ofen. Das verlängert nur die Garzeit. Legt den ruhig schon am Nachmittag raus, damit der Zimmertemperatur hat. Je zügiger geht das nachher. Wir haben einmal hier Kräuterseitlinge, ein ganz spannender, leckerer Pilz. Der wird einfach nur feucht abgeputzt, klein geschnitten, angebraten. Die braunen Champignons, die haben zwischendurch ziemlich dreckige Füße. Die müssen natürlich ordentlich geputzt werden. Und Austernpilze, der Austernpilz, wenn es euch lieber ist, die Pilze ganz kurz abwaschen, dann aber wirklich trocken tupfen. Wir haben ein Salz, ein Kräutersalz, das wir nachher zum Nachwürzen nehmen. Pfeffer und, wir wollten ja auch gesunde Küche machen, ein Mariendistelöl. Dieses Öl unterstützt die Tätigkeit der Leber, ist aber auch gleichzeitig antibakteriell und entzündungshemmend, also echter Alleskönner. Der Spitzkohl kommt jetzt in eine Pfanne, ab in den Ofen. Ich habe 250 Grad Heißluft eingestellt. Ihr könnt aber genauso gut auch Ober-Unterhitze machen. Das Einzige, was nicht geht, ist Grill. Also wir wollen überall die gleiche Hitze haben, entweder mit Gebläse oder als Ober-Unterhitze. Wichtig, den Kohl relativ in die Mitte zu stellen und der backt jetzt. Zwischendurch gucken wir mal nach. Er braucht jetzt circa 1 bis 1,25 Stunden hier im Backofen. Genug Zeit, dass wir uns jetzt um die Pilze kümmern. So, ich glaube, der Kohl ist fertig, ist auf jeden Fall schon mal richtig schön schwarz und verbrannt. Und wir nehmen jetzt eine zweite Pfanne, braten eben die Pilze an. Auch das mache ich in einem Mariendistelöl. Wir können auch eine kleine Prise von dem Kräutersalz dazu geben. Zum Test, ob der Kohl gut ist oder nicht, man sticht unten in den Strunk und wenn das halt sehr einfach geht, dann ist er auch gar. So, ich schneide unten am Strunk ab. Vorsicht, das ist sehr heiß. Den Strunk noch ein bisschen raus. Ein wenig Pfeffer darüber. Ein bisschen Gemüsesalz. Öl ist wichtig, weil wir in dem Gemüse fettlösliche Vitamine haben und die brauchen halt ein bisschen Öl. So, fertig. Wer hätte das gedacht, dass verbrannter Kohl so lecker sein kann?
Ihr Rezept finden Sie wie immer auf unserer Webseite, zusammen mit allen weiteren Rezepten unserer Sterneküche.